InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Wir meinen, dass sich ein Ehemann in den besten Jahren keinen Kirschkern in die Nase stecken würde. Doch das Leben lehrt uns täglich, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Eine gute Idee hatten die Schriftstellerin Monika Krautgartner, ihre Kollegin Gabi Grausgruber und Renate Paulböck vom gleichnamigen Rieder Restaurant. Im Oktober dieses Jahres wurden Gäste zu einer Lesung eingeladen. Bei einer anschließenden Tombola gab es interessante, zum Teil selbstgemachte Kleinigkeiten zum Kaufen. Der Erlös daraus mit über 850 Euro wurde noch am selben Abend an den anwesenden Leiter der Palliativstation Ried übergeben. Also wir haben bei uns einen Hospizfonds installiert und mit diesen Spendengeldern können wir Angebote finanzieren, die nicht in der normalen Krankenhausfinanzierung möglich sind. Das wird eingesetzt für Musiktherapie, für Scherzotherapie, für Ausflüge mit Patienten und auch für die Ausbildung von Ehrenamtlichen und Teambildungsmaßnahmen, um dieses Angebot an der Palliativstation aufrechterhalten zu können. Aber auch die Öffentlichkeitswirkung ist eine sehr sinnvolle. Absolut, weil das eine ist natürlich die lange Tradition in Ried und die vielen Initiativen, die uns Spendengelder zur Verfügung stellen. Zum anderen aber auch alle Menschen, die spenden, setzen sich auch irgendwie mit der Endlichkeit des Lebens auseinander. Und das ist auch ganz wesentlich, dass man sich einmal Gedanken darüber macht, dass das Leben auch irgendwann zu Ende geht und man selber betroffen sein kann. Und dann auch für sich selber Ziele und Therapieziele und letztlich Wünsche definieren kann, das ganz wichtig ist, um dann auch im Krankheitsfall mit uns kommunizieren zu können und austauschen zu können, was einem wirklich wichtig ist. Heute ist der große Abend von der Frau Renate Paulböck. Sie hat diesen Abend initiiert. Ja, solche Veranstaltungen sind für uns natürlich immer eine willkommene Gelegenheit, auch Danke den Bürgerinnen und Bürgern von Ried zu sagen, weil es natürlich eine herrliche Sache ist, dass also ein sehr intensiver Bereich wie die Palliativstation auch in der Bevölkerung so gut ankommt und vielen Menschen in der Region hilft. Monika Krautgartner, ein Abend so wie er gewünscht war? Ein Abend schöner wie er gewünscht war. Es war auf Initiative von der Renate hin die erste Benefizveranstaltung, die da herinnen über die Bühne geht. Und es ist so ein Erfolg. Es sind so viele Leute, es wird so viel gespendet. Und es hat sich gelohnt, dass wir so viel einkocht und bastelt und gekekelt haben. Ist das in unserer Zeit noch normal, selber helfen wollen und andere dazu animieren und dazu bringen? Doch, ich finde schon. Es gibt immer wieder Menschen, die persönlich mit eigenen Händen und mit dem, was sie können, gern was tun. Und meistens reißt man andere mit. Und ich finde das nicht so außergewöhnlich. Renate, es war dir ein Herzenswunsch, diese Veranstaltung zu machen? Ja, das war mein Herzenswunsch und den habe ich mir heute erfüllt. Aber das war mir ein Bedürfnis, noch zu danken für Gerhard. Aber auch in deinem Sinne? Auch in meinem Sinn, weil ich war vor 3 Jahren so krank und da habe ich oft abgeschaut und denke mir, hoffentlich brauche ich es nicht, aber wenn ich es brauche, für die möchte ich was tun. Ganz wichtig für Ried und Umgebung, dass einfach die Palliativstation so erhalten bleibt in ihrer wichtigen Funktion für alle Mitbürger. Mit dem Krankenhaus Ried habe ich Erfahrung gemacht und ich kann nur ein großes Lob aussprechen für die Hilfe. In unserer Familie haben wir das gebraucht. Stolz auf die Schwester? Sehr gut, ja, sehr gut. Ganz stolz, ja. Hat sie als Schwester in jungen Jahren auch vorgelesen? Nein, das haben wir eher geflüchtet. Wir Buben vor den Tieren und auch vor der Schwester. Aber jetzt erzählt es uns mehr als früher.